Habe ich gerade richtig gesehen, dass wir die auch one-hitten? Ja, ciao. Tschüss. Komm mal her. Na komm. Oh shit. Da sind ein paar Sprengfallen, da sollten wir aufpassen. Wäre aber auch ein schnellerer Eingang hier rein gewesen, ne? Ach stimmt ja, ich kann ja schlafen. Ganz vergessen. Ich bespanne mich selber hier durch das Gebüsch. Oh, guck, wie er da liegt. Wieder auf der faulen Haut. Nein, ich wollte hier noch sammeln. Danke für das Wasser. Aber ich sehe einfach keinen Feuerstein. Und der Rucksack ist voll. Klasse. Ach komm. Ich wäre, glaube ich, im ganzen Leben nicht auf die Idee gekommen, dass wir mal zu wenig Feuerstein haben. Geschweige denn, dass wir das überhaupt so doll brauchen. Ich meine, es ist schön, dass wir hier auch wieder massenhaft Stein mitnehmen. Stein kann ich halt wirklich gar nicht brauchen. Davon haben wir definitiv mehr als genug. Und ich glaube, das reicht für alle unsere Bauvorhaben. Ich bin mir fast sicher. Oh. Das sieht doch schon besser aus. Wie viel haben wir? 44, das ist nicht viel. Ich überlege gerade fast, ob ich nicht einfach Stein irgendwo mal ablege. Wenigstens ein bisschen was, weil wir haben, glaube ich, sowieso schon mehr als einen Stack dabei. Richten. Wir wissen jetzt, wo Feuerstein ist. Ich kann ja wiederkommen. Wir brauchen ja nur ein bisschen was fürs Dach. Nee, ich wollte fliegen. Bitte lass mich fliegen. Oh, kann ich von hier aus? Das wäre cool. Müsste ja rein, theoretisch. Ja, nice. So, zeige mal her. Na, vom Weiten schaut das schon ganz cool aus. Da unten müssen wir zwar den Balken wieder wegmachen. Aber das ist ja kein Problem. Okay, wir können 1000 Stück herstellen. Das muss erstmal reichen. Kommt ja eigentlich fast mehr zum Alchemisten. Auf jeden Fall langfristig. Das kommt langfristig zum Alchemisten. Ich lager bloß eigentlich mal zwischen. Ich würde, glaube ich, hieraus halt so eine Erzkiste machen. Wir haben ganz schön viel Metallschrott inzwischen. Ich kann mich an Zeiten erinnern, da hatten wir fast gar nichts. So, dann machen wir hier drüben die fertigen Barren. Metallplatten sind was Fertiges. Noch mehr Metallplatten. Nägel. Da haben wir auch nochmal Metallschrott. Für hier war es das dann aber, glaube ich. Metallschrott. Da.
160. Damit kommen wir, denke ich, mal eine gewisse Zeit lang aus. So, in meinem jugendlichen Leichtsinn behaupte ich mal, wir brauchen den Feuerstein sonst für gar nichts mehr. Rein theoretisch können wir daraus Pfeile machen, aber ich glaube, wir können halt inzwischen auch schon deutlich bessere Pfeile machen. Deshalb würde ich das jetzt einfach mal so lassen. So, schön vorsichtig. Einrasten. Raste doch mal bitte. Ja, dann rastet es halt genau falsch ein. Das war falsch. So ist richtig. Hier bräuchten wir eigentlich auch erst wieder das Eck. Ich hoffe, es ist richtig. Schaut aber, denke ich, gut aus. Nee, ist eins zu tief. Klar. Mann. Eins zu tief und definitiv zu weit heute drin. Immer noch eins zu tief. Och, man sieht es aber auch von unten echt schlecht. Warum ist denn das jetzt schon wieder so? Ich glaube, jetzt passt. Nein. Ja. Ja, dann die Ecke. Merke, es muss so ausschauen, als wäre es eins zu weit oben. Dann kommen wir damit zurecht. So. Das ist ein guter Anhaltspunkt. Wenn man sich denkt, eins zu weit oben, dann tut's passen. Reicht das hier? Jo, das reicht. Geil. Nein, nicht ganz. Dann müssen wir in der Mitte nochmal verbinden. Und zwar hiermit. Das passt, das passt. Okay, der Firstüberstand ist ein bisschen weird, aber weiter nicht schlimm. Dann haben wir ein Dach. Und ich finde, das sieht in der Tat eigentlich ganz geil aus. Dann packen wir hier das bloß wieder weg. Wir müssen uns dann später auf jeden Fall um die Beleuchtung kümmern. Schaut halt auch von innen eigentlich relativ geil aus, außer dass die Spanen nicht wirklich zusammenlaufen. Also, komm.
wen tut's jucken? Und somit hätten wir mal wieder ein Häuschen fertig. Dann bin ich jetzt eigentlich am Überlegen, ob wir naja, wenigstens erstmal die Kisten machen und danach vielleicht ein bisschen auf Achse oder so. Stauraum. Nägel. Wir haben ja Nägel da. Wir bräuchten hier aktuell noch Minimum 4 Kisten. Wir haben auch Metallschrott. Ich kann ja Nägel herstellen en masse. Muss ich den selber herstellen oder war das bei ihm? Das war bei ihm. So. Ja, halt die Klappe. Dann haben wir da auf jeden Fall erstmal ein bisschen was da. Kein Holzschalter mehr. Einrasten. Einrasten, ausrasten. Dann werden wir hier nämlich auf jeden Fall ein bisschen scheißlos. Dann müssen wir noch den Schreiner und den Alchemisten bauen. Beim Alchemisten, ich habe keine Ahnung, wie wir das machen. Beim Schreiner habe ich noch ein paar Ideen. Beim Alchemisten ist die einzige Idee, die ich habe, dass ich ja gern einen Turm hätte. Das kommt hier rein, das kommt hier rein, das kommt rein. Das können wir hier mit raufziehen. Das hier können wir dann später erstmal zerlegen. Das kommt rüber zur Jägerin. Und kann ich eigentlich die großen auch als Meersmatruhe bauen? Irgendwo ging das doch. Ja. Miasmaseelen. Und Schleim. Es wäre halt absolut sinnvoll, ne? Wie viele Miasmaseelen haben? Beziehungsweise, wir können ja Miasmaseelen und Schleim herstellen. Ich weiß bloß nicht mehr, was wir dafür brauchen. War das hier? 23 Miasma-Seelen hätten wir. Was brauchen wir denn für die Seelen? Weiß ich nicht mehr. Miasma-Sporn und Miasma-Flüssigkeit. Teuer. Und ich glaube, wir brauchen 2 Seelen. Ja. Das heißt, wir bräuchten für da drüben Minimum 12 Seelen. Für den Anfang und 12 Schleim. 12 Seelen sollten wir, glaube ich, aktuell haben. Ja, das würde gehen. Dann muss ich ja drum die Kisten ja nochmal leer machen. Oder ich mache einfach. Ich mache einfach hier eine Kiste mehr. Ich mache jetzt einfach 6 Kisten. Wo mache ich denn? Oh Mann, ich muss erst eine mittlere Truhe machen. Was kostet die? Holzbretter. Das heißt, wir brauchen dafür erst einen Schreiner. Das heißt, wir machen vielleicht erstmal diese scheiß Schreiner-Quest. Bevor wieder groß. Ja, ich glaube, das ist sinnvoller. Dann leere ich mich erstmal aus. Mach keine normalen Truhen mehr. Weil hier. Die sind zwar nicht schlecht, aber so viel kriegst du halt trotzdem nicht rein. Die Truhen, die wir dann haben, weil ich die natürlich überall austausche, die können wir halt dann alle wegschmeißen. Das war alles für den Bobbers.
Und wir haben ja auch schon magische Truhen, ne? Oh Mann. So, das hier, das kommt rüber, das kommt zum Schmied. Das hier können wir direkt mal zerlegen. Aktuell bleibt das auch hier. Das bleibt erstmal hier. Von den Dingen haben wir halt inzwischen auch sau viele, ne? Das Wasser kommt rüber zum Bauern. Da wollte ich noch am Dach was ausbessern, aber jetzt habe ich es aufgeräumt. Ich würde da gern die Kehle fertig machen. Aber... ja, nicht unbedingt jetzt. So, Wasser müsste hier sein. Der Rest... ist hier eigentlich noch was drin? Gott, haben wir viel Mais. Plus 2 Stärke. Nehme ich mal mit. Einfach nur zum Ausprobieren. Dann noch einmal hier rüber. Und dann aktivieren wir erstmal die Quest vom Schreiner, damit wir Bretter bekommen. Und ich glaube, dafür können wir dann das Hartholz brauchen. Weil sonst können wir damit ja aktuell nichts machen. Hatte ich nicht Musik und Gesang ausgestellt? Nicht, dass ich mich jetzt beschweren möchte, aber ich dachte, das hätte ich ausgemacht. Also ihr seht schon, ne, wir können sehr, sehr viel Munition machen. Das Ding ist bloß, ich glaube, wir sind gar nicht so weit weg vom ewigen Feuer. Also von diesem ewigen Flammenball. Den ewigen Eisbolzen zum Beispiel haben wir ja schon. Und das halt in der Feuerversion. Ich glaube, das dauert nicht mehr lang. Und das wäre natürlich schon ganz cool. Fenster müssen wir dann auch irgendwann noch machen. Generell Licht. Aber alles zu seiner Zeit. Jetzt. Aktiv ist er. Ah ne, da waren wir noch nicht. Da ist auch ein Refugium. Da ist auch ein Elixierbrunnen. Wir haben aber jetzt nichts in der Nähe. Wir können von hier so ein bisschen... hier hin. Dann mache ich den Wegpunkt. Von der Hochweidenwarte. Das Ding ist, es ist eine vierstufige Quest. Sind wir dann jetzt schon so weit oder dauert das noch? Und kommen wir hier übers Miasma? Oder sollte ich zwischenlanden? Wir haben relativ viel Ausdauer. Da drüben ist ein hübsches Haus. Könnte man sich anschauen. Irgendwann, nicht jetzt. Ja doch, ich glaube, da kommen wir drüber. Ich habe große Hoffnung. Miasma-Saft und so können wir dann eigentlich bei uns farmen. Miasma-Sporen haben wir ja noch relativ gut. Ach, das war da. Da haben wir den Kopf geholt damals. Brauche ich jetzt aber aktuell, denke ich, eher erstmal nicht. Ich glaube nur, ich hätte auf den Berg gemusst. Für die Flamme. Komme ich da von hier aus auf den Absatz? Natürlich nicht. Oh doch. Ja, wobei 200 Meter wahrscheinlich hätte ich doch nicht hochgemusst. Aber jetzt bin ich oben. Was ist das? Sieht schon wieder nach einem Bau aus. Fragt sich nur Wölfe. Na klar.
Tschüss, Wolfgang. Salz. Okay, danke schön. Nehme ich mit. Wir bräuchten die zwar vermutlich einfach gar nicht mehr looten. Aber ich mache es natürlich gern. Da komme ich jetzt aktuell sowieso nicht hoch. Das heißt, wir könnten hier mal... Kann ich doch wieder runter? Ich werde es bereuen, 100 Pro. Das nächste. Wir müssen jetzt schauen, dass wir immer mindestens einen Altar frei haben. Weil die Möglichkeit fehlt, dass einer, dass wir sagen, einer geht kurz den alten deaktivieren und der andere baut in der Zeit den neuen. Sondern ich muss einen neuen bauen und dann irgendeinen alten direkt deaktivieren. Also sollte einer nach Möglichkeit immer frei sein. Ich muss da doch hoch, oder? Och nein. Ja, toll. Was seid ihr denn? Okay, ich muss doch nicht hoch, der ist da unten. Okay, was machst du? Jo. Feuer ist auch hier effektiv. Tierfell. Was haben die da für ein... Was haben die da für einen komischen Ofen? Ich habe einen Segen erhalten, obwohl ich umgebracht habe. Wie nett. Die sind da richtig großzügig. Und noch mehr Tierfälle. Wie nett. Sie sind so großzügig. Ich meine, gut, die brauchen sie jetzt sowieso nicht mehr, ne? Einfach niedergelassen. Ist ja auch ein Unding. Können die doch nicht einfach machen. Sonst noch irgendwas Lootbares? Eher nicht. Gut, dann können wir weiterziehen. 700 Meter diese Richtung. Ist ja jetzt auch nicht mehr so weit. Da drüben ist auch schon wieder irgendein Türmchen. Ist bloß ein bisschen nebelig, oder? Das kann ich erstmal. Ja, bloß ein bisschen nebelig. Gut, was ist denn das? Ich bin wirklich froh, dass ich mich praktisch nie ablenken lassen. Und ich bin froh, dass wir hier ja noch so ein bisschen in Low-Level-Gebiet sind. Moin, jemand zu Hause? Hätten ja ruhig mal aufräumen können. Oh, gar. Das nehmen wir mit. Das war's. Ich kann nicht anders. Ich muss gucken, ob da hinten eine Truhe ist.
Ich muss gucken, ob da unter dem Schutt irgendwas ist. Immerhin noch mal ein Wasser. Den Schutt lösche ich sofort. Kein Mensch braucht Schutt. Das sind diese Wukas, oder? Deren Segen ich erhalten habe. Tschüss. Schau mal, ich habe deinen Kumpel umgebracht. Ich behaupte einfach, es war ein Unfall. Geil. Ein Safe Point. Oh, und lesen. Müder Reisender, Kelvins Ruhe ist die letzte Bastion des Friedens und ein Ort für alle Überlebenden. Das Miasma sucht unser Glutalheim und die Elixierkrieger haben Länder nah und fern verwüstet. Bitte wende dich an Jakes auf dem Markt, um etwas nahrhaften Eintopf und ein warmes, trockenes Bett zu bekommen, in dem du dich ausruhen kannst. Voll nett. Wo ist Jakes? Jakes ist nicht da. Schade. Mhm. Enttäuschend. Da oben ist einfach nüchte. So, mal kurz noch mal gucken. Das, okay, das war kein Turm, das ist bloß ein Kamin, aber da war doch außen dran auch noch mal irgendwas, oder? Jo. Erschreckt mich doch nicht so. Kommt denn ihr plötzlich her und warum haben die Äste dabei? So, hier oben. Ist da irgendwas? Ein Trüchen. Mit Scheiß. Ich sollte das nicht riskieren. Ich will gerne rausfinden, ob ich da reinfallen kann. Das Problem ist, ich habe die Befürchtung, dass ich kann. Und das wäre nicht cool. Ist cool, wenn man erst so ein bisschen andere Gebiete gemacht hat und hierfür inzwischen eigentlich so ein bisschen overskilled ist. Das macht das Ganze durchaus angenehm. Ih, außer kam ja noch kleine Spinnen raus. Ist mir noch nie aufgefallen. Cool. Bisschen eklig, aber auch ein bisschen cool. Mhm. Ein Amboss wäre den nicht mal ganz praktisch. Safe Krabbelfiech. Oder auch nicht, aber es hört sich extrem nach Krabbelfiech an. Ja, noch mehr Scheiß. Ich könnte hier schlafen, aber es ist sowieso gerade Tag. Wie kann das sein, dass es keinen regulären Weg nach oben gibt?
Das sollte eigentlich oben abbauen und nicht unten. Ich wollte nämlich vom Schrank aus da durchhüpfen. Ob das jetzt noch klappt? Ach komm. Stirb. Wahrscheinlich ist da oben eh nichts mehr.